habe ein paar Freunde eingeladen. Sind Sie am Flughafen? Yes. Und? Ich freue mich. Freust dich? Gepäck ist abgegeben, nur noch dieses Handgepäck. Was eigentlich für manche Reisegepäck ist. Es war so knapp, 23 Kilo darf ich und hatte genau 23 Kilo. 23,01 ist immer hin und her geschwappt, aber am Ende war es 23 Kilo. Bist du gespannt? Ich bin richtig gespannt. Freust du dich? Ich freue mich. Wie viel Uhr haben wir? 9:50 Uhr. Um 10 Uhr kommen jetzt gleich Vanessa und Nicole. Die aber Verspätung hatten. Um 11:35 Uhr geht der Flieger. Und dann sind wir um 13:35 Uhr auf Ibiza. Ibiza. Glaubst du, du wirst mich vermissen? Ja, natürlich. Wir haben eine Challenge gemacht, das bedeutet, jeder hat drei Aufgaben in Briefumschlägen jedem schreiben müssen. Ja. Ihrer liegt im Koffer, ja. Meiner liegt zu Hause auf dem Tisch. Bedeutet, du musst drei Aufgaben erfüllen zu Hause und ich muss drei Aufgaben erfüllen auf Ibiza. Oh je, also es wird richtig cool. Und wir wissen noch nicht, was es ist. Aber es muss immer mitgefilmt werden, ne? Sonst zählt es nicht als bestanden. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Ne? Sollen wir uns schon mal verabschieden? Ich hau jetzt ab. Ciao. Also Freunde, wir sind jetzt im Flugzeug. Wir sind Nicole, Vanessa am Start. Wir fliegen jetzt 2 Stunden. Wir waren ein bisschen spät dran, also alles ein bisschen knapp, aber es hat alles geklappt. Wir sehen uns in Ibiza. Wir sind jetzt angekommen auf Ibiza und bevor es in 3 Tagen nicht mehr schön aussieht, dachte ich, wir starten direkt mit der Roomtour. Erstmal der Eingang. Ich finde, es sieht schon mal richtig cool aus. Auf jeden Fall richtig professionell mit dieser riesen Tür hier. Also hier fühlt man sich auf jeden Fall wohl. Innen ist eigentlich gar nicht so interessant. Also das Spannende kommt eigentlich später draußen. Das ist halt das Wohnzimmer. Ziemlich dunkel, aber dafür schön kühl. Das ist gut. In der Richtung, hier sind halt die ganzen Schlafzimmer. Kann ich euch ganz kurz zeigen. Das Badezimmer. Sieht man, also ist das hell? Ja. Hier ist Nicole mein Zimmer. Yay! Oh Gott, Alter, das Bett ist hart, gell? Teste mal. Alter. Das geht, ist gut für den Rücken. Okay. Habe ich mal gehört. Wir haben Balkon. Ja, guck mal. Und da sieht man von dem Pool. Wir können rausgehen. Geil. Hä? Richtig cool. Schauen Sie hier nach vorne. Ist ein richtig nicer Pool. Also das ist wirklich das Highlight der Villa. Ja, hier ist halt ein Tennisplatz und ein Basketballkorb. Also wie wir den nutzen werden, weiß ich noch nicht. Ich habe mir vorgenommen, Tennis zu spielen, aber ich berichte am Ende der Woche, wie oft wir Tennis gespielt haben. Es ist übel cute. Ich sehe uns hier oben. Das ist das erste Mal jetzt hier oben drauf. Wir haben die einfach übersehen. So. Also der Pool finde ich richtig nice. Finde ich übertrieben schön auf der Boden. Habt ihr Angst? Hier sehen wir eine Vanessa und eine Sarah. Genau, hier haben wir unseren Außenbereich. Eigentlich ganz chillig. Hier haben wir auch noch so einen Grill und sowas. Oh, das ist so schön. Und hier genau abends, hier ist so eine Lichterkette, können wir einfach draußen chillen, grillen und dann mit so schönem Licht und hier draußen sitzen. Finde ich richtig, richtig nice. Vor allem, ich habe noch nie bei so einem richtig geilen Outdoor-Grill gegrillt. Wie grillt man da aber? Wo kommt denn da das Holz hin? Ja, das ist nämlich die Frage, wie das funktioniert. Ich wollte nämlich nicht fragen. Müssen wir denn da das Holz da rein und einfach brennen oder was? Also müssen wir so gefühlt ein Lagerfeuer machen hier drunter, oder? Sam vs. Wild. Scheiße. Hey, ohne Witz. Die ganz vielen Liegen, die wir hier nutzen werden. Und es gibt sogar einen Avocado-Baum, der ist auf der anderen Seite. Avocado. Avocado. Die Riesenpalme. Kleine Riesenpalme. Schön. Ah. Oh, guck mal, da ist noch eine Orange. Da kommt man hin. Da. Soll ich die nehmen? Ja, ernte mal. So fresh. Ja, hier kann man leben, ne? 7 Tage kann man mal machen. Finde ich cool. Also dann würde ich sagen, wir kommen jetzt erstmal an, weil unsere Koffer liegen oben noch komplett zu, noch gar nicht aufgeteilt. Und dann werde ich gleich noch die Briefe öffnen von Marc und dann zeige ich euch, was da drin steht. So, Freunde. Jetzt mal erst, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt. Hier ist mein Briefumschlag. Marc, das bin ich. Ich habe Angst. Ich würde mal sagen, wir schauen rein, was die Aufgabe für mich die Tage ist. Ich bin aufgeregt. Schauen wir mal, was ich die Woche so machen muss, ne? Oh, nee. Mache am Strand einen Spagat. Und dann noch viel Spaß. Hä, hey, das ist voll geil. Okay, das werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Ist schon mal gut. Oh, nee. Ein Geschenk für mich kaufen hätte ich sowieso gemacht. Mit einer Bedeutung. Okay, das ist nochmal ein bisschen schwieriger. Das kann ich einfach nur so mitbringen. Also muss eine Bedeutung haben. Aber werde ich auf jeden Fall was finden. Soll ich sagen, was es ist? Nee. Das muss ja auch für euch cool sein. Mit den Klamotten in den Pool springen. Komplettes Outfit. Hashtag Nicole entscheidet dein Outfit. Alter, Schatz, wenn du das siehst, ist es nicht dein Ernst. Aber auf jeden Fall machbar. Was habe ich da für Aufgaben bekommen? Morgen ist das erste und ich hasse es jetzt schon. Dann würde ich sagen,
Let's do this shit. Ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit den Aufgaben. Also ist alles machbar, ist cool. Ihr werdet die Videobeweise in diesem Video sehen. Die Challenge ist, ich habe 3 Stück. Ich kann euch ja mal verraten, um was es circa geht. Ich dachte, ich will es so geheim halten, aber das kann ich ja nicht. Ich muss Blumen machen. Also das in diese Blumenkästen rein. Ich komme damit gar nicht klar, weil ich hasse Blumen. Also das zu pflanzen und dann das Mittel rein und die Erde, nee, das ist einfach nicht. Und vor allem das in die Blumenkästen, das wird ein Riesenspaß und Aufwand. Ich muss ja für Erde besorgen, ja, Blumen. Ich muss einen Handstand lernen. Einen Handstand, okay. Ich versuche da einfach mal wieder ein paar Zehen aufzunehmen. Ich muss ja auch so machen. Das Ding ist, ich bin einfach nicht dafür gemacht für einen Handstand. Das klappt nicht. Habt ihr bestimmt mal in einem Video gesehen, da muss ich einmal machen. Dann muss ich mir noch ein 3-Gänge-Menü machen. Ich glaube, wenn das nicht drin wäre, würde ich den ganzen Tag nur Tiefkühlpizza essen. Oder Tiefkühlprodukte. Naja, fangen wir mal an. Ich muss dir was zeigen, Nicole. Okay, ich bin ready für den Tag. Ich dachte, wir kommen jetzt mit dem TikTok-Tanz. Achso, nein. Du hast eine Ehre. Wie du weißt, ich habe 3 Aufgaben bekommen von Marc. Du bist bei einer Aufgabe integriert. Ach so. Ich entscheide den Outfit, ja, dass ich nicht mit reinspringen muss. Nee, ich muss mit Klamotten einmal in diesen scheiß Pool hier springen und du darfst da aussuchen, was ich anziehe. Nein, hast du hohe Schuhe dabei? Nein. Dein Ernst? Scheiße. Ja, schön. Also Nicole freut sich. Also Schatz, hast du gut ausgesucht? Nicht. Heute Abend werdet ihr das Ergebnis sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du übertreibst dich mit dem Outfit, gell? Bitte nicht. Bitte keine 1000 Schichten oder irgendwas. Vor allem, alle werden am Rand stehen und mich auslachen. Ich bin das Opfer und spring da einfach in den Pool mit Klamotten. Guck mal, wie sie dich freut. Das ist doch geil. Das ist richtige Schadensfreude. Vielleicht kommt ja noch jemand anderes spontan mit. Ja, stimmt. Also ich nicht, aber... So, Friends, ich habe mich jetzt umgezogen, weil ich muss jetzt was machen. Pflanze unsere Blumen ein auf unserem Balkon. Da draußen stehen schon 2-3 Wochen Blumen. Ich weiß, ich muss jetzt die Erde, die da drin ist, rausmachen, weil die ist ja alt und trocken. Ich weiß nicht. Ich guck mal. Leute, ich muss gucken. Ich bin überfragt, überfordert, angefordert. Ich glaube, wir schauen einfach mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich nehme euch mal immer wieder mit in meine Verzweiflung. Schalten wir mal rüber zu Stine, was da gerade so abgeht, würde ich sagen. Stine, was geht in Ibiza ab? Also wir sind gerade einkaufen, das ist unsere Ausbeute bis jetzt. Bisschen verwirrt, weil wir keine Orientierung haben und gefühlt nichts zu finden. Also das ist unser Einkauf und das soll da reinpassen. Ich weiß ja nicht. Ein bisschen knapp. Das wird nichts. Das wird nichts. Und das sind die Tüten, by the way. Guck mal, die sind ja auch so klein. Aber wir haben eine geile Aussicht. Also Aussicht ist da beim Einkaufen. Und hier passt gefühlt nichts rein. Scheiße! Naja, wir haben uns ein bisschen verschätzt. Erstmal, wie sollen wir diese Tüten auch tragen? Also, ich glaube, das ist nichts, oder? Vanessa, das schafft es. Das müssen wir jetzt nach Hause schleppen. Yay! Wollen wir uns? Ich weiß es nicht. Also, der Rückweg läuft besser als gedacht. Jeder hat eine Tüte. Da hinten sind Sarah und Vanessa und Koffer am Start. Läuft gut, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Also, ich bin stolz auf uns. Ich habe die Eier, die sind heil. Und dann gucken wir mal, was wir heute Abend kochen werden. Wie sieht das Ganze bisher aus? Keine Ahnung, ich habe das jetzt mal so hier reingepflanzt, so. Und jetzt fehlt auf jeden Fall noch die Erde. Ich sag's euch, ich habe keine Ahnung. Ich muss es mit allen noch machen und die sehen alle katastrophal aus. Ich zeig's euch gleich mal. Also ich sag's euch, keine Ahnung, mir macht das gar keinen Spaß. Das ist echt die Hölle. Das nervt auf jeden Fall. Der erste von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ich weiß nicht, ob ich alle hinkriege, weil so viele Blumen haben wir gar nicht. Ich würde mal sagen, man sieht, dass alle sehr, sehr gelitten haben, sage ich mal so. Wir haben vergessen, die ein bisschen zu pflegen. Und sagen wir mal, durch das Wetter ist es natürlich auch nicht gerade optimal. Naja, jetzt schauen wir mal, ich mache so viel, wie ich machen kann. Einer ist fertig. Hier, das ist noch der Restbestand. Es sieht auf jeden Fall dementsprechend aus. Der hier ist fertig und der hier ist fertig. Also das muss ich natürlich noch sauber machen. Ich sag's euch, Fazit, das ist aber auch eine richtige, richtige Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist echt das Schlimmste von allen. Ohne Witz, das macht mir keinen Spaß. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3 Blumen und 2 Gewürze.
Ich habe aber noch 1, 2, 3, 4 Blumenkästen. Das kann vorne wie hinten nicht passen. Schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wir waren einkaufen und jetzt wollen wir kochen, nur leider wissen wir nicht, wie der Gasherd angeht. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich würde es einfach versuchen, den Schalter umzudrehen, oder? Mach mal. Der geht nicht. Scheiße. Muss dann so eine blaue Flamme kommen. Oh mein Gott! Und man muss das vielleicht doch drücken. Ist das normal? Wir bauen ein Feuerzeug! Mach mal jetzt ein Feuerzeug? Natürlich, deswegen liegen hier auch 2 Feuerzeuge. Ach du Scheiße. Mann, sind wir dumm. Die Sache. Oh mein Gott! Also Freunde, wir haben es geschafft. Das ist unser erstes Essen jetzt. Wir haben sogar Salat gemacht. 2 Stunden später sind die Nudeln auf dem Tisch. Es hat etwas gedauert, aber wir haben es geschafft. Das gönnen wir uns jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe die Blumen, die da waren, eingepflanzt. Also Challenge bestanden. Ich habe das gemacht. Jetzt mache ich mir was zu essen und dann muss ich noch andere Sachen erledigen. Aber das hier mache ich nie wieder, okay? Falls du es siehst, das machst in Zukunft du. Ich mache das nicht mehr. Das macht mir keinen Spaß. Ich und Erde und Blumen, wir sind keine Freunde und es ist mir echt ein bisschen zu blöd hier, okay? Danke. Ich komme jetzt zum Wäschewaschen und dann habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Das war echt, ich muss sagen, das war echt, echt anstrengend. Nachher fange ich an mit der zweiten Challenge, ist ja jeden Tag ein Handstand. Ich dachte nur Handstand, ich habe es gestern überlesen ein bisschen. Ich muss jeden Tag Handstand üben und euch ein paar Frequenzen davon zeigen, wo ich das übe. Das heißt, es wird katastrophal. Morgen ist auch Männerabend, Marcello kommt da, because Champions League, you know the vibe. Ich habe ohne Witz richtige Probleme für Selbstgespräche. Ich stehe manchmal zu Damon und rede einfach mit Damon so, ja, ja. Ich vermisse auch meine Prinzessin natürlich. Natürlich vermisse ich sie. Ich liebe sie ja auch über alles. Oh. Hoffentlich denkt er mich gerade. Wir sehen uns später wieder oder morgen, wie auch immer. Kennt euch mal, das ist einfach eine perfekte Avocado und die ist einfach von unserem Avocado-Baum gefallen. Wir holen alle Avocados runter, auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt hier das Essen. Also wir haben es jetzt endlich mal geschafft und laufen zum Strand. Das war ein übelster Eck, weil hier gibt es kein Uber. Jetzt laufen wir irgendwie zu so einer Taxistation. Also das sieht schon mal nach Strand aus. Ja. Also wir kommen zur ersten Aufgabe, die ich erfülle. Wir sind am Strand und jetzt muss ich einen Spagat machen. Okay. Das ist so peinlich, guck mal wie voll das ist. Das ist toll. Easy, Stine! Damn! Das ist es! Okay. Aufgabe bestanden, das heißt maximale Aufmerksamkeit. Danke! So, Freunde, ihr wisst, auf dem Zettel stande. Wir machen es so. So, mein Anzug. Let's go! Und. Oh, Scheiße! Much later, that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ui, ich hab's geschafft! Ich stehe wieder eins! Ich kann sogar anwinkeln! Und zack! Und zack! Und zack! Oh nein! Und jetzt gibt der um! Oh! Scheiße! Ich würde sagen, das lassen wir zählen. Und ich glaube, je nachdem, ich schalte mal weiter nach Ibiza zu Stine. Good morning! Wir sind jetzt. Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch. Heute ist der dritte Tag. Gestern kam nicht mehr so viel, weil mich hat es ja, ein bisschen weggehauen. Ich hatte wahrscheinlich einen Sonnenstich. Und es ging gar nichts mehr. Ich habe auch 3 Stunden dann geschlafen. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Wir haben schon Bilder gemacht, richtig produktiv. Wir sind um 9 Uhr schon hier auf einem Bein gewesen und am Shooten gewesen. Und heute gehen wir auf eine Beachparty. Ey, das wird richtig nice. Meine allererste Beachparty. Ja, ich war auch noch nie auf einer Beachparty. Was macht man da so? Wie geht's da so ab? Bikini halt irgendwie. Bikini dancen, ja. Ich glaube, es wird cool. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns später nochmal. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag genutzt, um Bilder zu shooten. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Outfits abgeshootet. Ich liege jetzt hier auch gerade im Schatten, weil ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich gestern einen Sonnenstich hatte. Umso besser, dass es mir heute wieder gut geht. Deswegen dachte ich mir, dass ich mir heute nicht die ganze volle Sonne gönne. Ich vermisse Marc natürlich auch, aber ich genieße hier die Zeit und freue mich dann, wenn wir uns endlich wiedersehen. Das Lustige ist ja bei dem Vlog, dass ich gar nicht weiß, was er filmt. Morgen fahren wir zum Strand und da wollen wir um 8 oder 9 Uhr schon dort sein, um auch richtig coole Pics zu machen. Und dann fooden wir und dann kommt auch nochmal jemand dazu. Ich habe auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit. Die Villa ist ja auch richtig, richtig geil.
Ja, dann melde ich mich später bei euch nochmal. So, Friends, ich bin jetzt wieder da. Es war sehr stressig. Ich bin gar nicht dazu gekommen. In der Stadt war es auch sehr laut. Ich habe es mal angehört. Es war sehr verrauscht und verwindet, weil hier ist das Wetter nicht so schön. Auf jeden Fall bin ich vom Friseur zurück, wie man sehen kann. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich mache mich gut als Hausfrau. Es ist super sauber. Es kann auch kein Dreck entstehen, weil, sie nicht da ist, keiner kann was dreckig machen. Das heißt, ich bewege mich nur in den Räumen, in denen ich auch nur sein muss, um so wenig wie möglich dreckig zu machen und um so wenig wie möglich Schaden anzurichten. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch Sachen vorbereiten und dann kommt auch nachher Marcello und dann kann endlich der Männerabend beginnen. Deswegen, ciao aus Deutschland und nachher, na, ja. Also, wir haben uns jetzt ready gemacht und jetzt gehen wir gleich zur Beachparty. Ich freue mich, ich war noch nie auf einer Beachparty. Das ist mein Outfit, all white und ein orangener Bikini. Beachparty. Nobody knows, wo wir sind. Ich glaube, es ist ein Fiebertraum. Ohne Witz, es fühlt sich irgendwie nicht real. Hier passiert zu viel. Ja, viel zu viel. Marcello ist jetzt da. Es gibt jetzt Döner. Boah, mit extra. Er hat mir einfach mit extra Fleisch genommen. Extra. Das ist der Macher auf jeden Fall. Ich habe den ganz normalen Döner. Den finde ich schon geil. Dann schauen wir auf jeden Fall Champions League. Ich glaube, das wird ein richtig cooler Männerabend. Gell? Bei uns gibt es die Woche eigentlich nicht so viel zu berichten, würde ich mal sagen. Das oder? Ist relativ langweilig. Aber Döner-Teller und Champions League geht immer. Das geht eigentlich immer. Und es tut mal gut, einfach Männerabende zu haben. Let's go. Let's go. Leute, mir ist sowas Peinliches passiert. Ich bin gerade auf dem Weg gewesen, okay, zum Einkaufen, weil ich wollte ja dieses Gericht zaubern heute, dieses Drei-Gänge-Menü. Und was ist mir dabei aufgefallen? Ich stehe auf dem Parkplatz, weit und breit kein Auto. Ich habe erstmal die Nachrichten gecheckt, weil es könnte ja was in der Umwelt passiert sein, wovon ich nicht weiß, was ich mal wieder nicht mitbekommen habe, weil ich nicht die ganze Zeit am Handy bin. Fakt ist, heute ist Vatertag, das heißt, es ist Feiertag. Ich habe Nummer 1 den Papa-Tag vergessen, Nummer 2 habe ich gemerkt, dass heute alles zu hat. Das ist so peinlich, das ist mir noch nie passiert. Ist es euch mal passiert, dass ihr wohin geht? Schreibt es in die Kommentare. Seid ihr mal wohin gefahren und es hat einfach, war Feiertag, Sonntag oder war zu? Also Freunde, ich habe mir ein bisschen was überlegt, dass hier ein bisschen Pep in die Wohnung reinkommt. Und ich habe gedacht, wir machen eine kleine Hausparty. Ich habe ein paar Freunde eingeladen. Das heißt, es wird richtig eskalieren, das wird geisteskrank. Ich zeige euch mal, die sind auch alle schon da. Und ich würde sagen, let's go! Sonst geht's jetzt richtig ab. Wir haben alle zusammen eine Hausparty. Dame ist da, Stephen, Dames Twin ist da, Elijah. Alle sind da, sogar Selina ist noch vorbeigekommen. Es wird auf jeden Fall richtig cool. Wir werden jetzt einen richtig geilen Abend haben. Ordentlich feiern zusammen. Und wir werden die Zeit genießen. Schatzi! Das sieht so schön aus. Also das ist jetzt der Weg, den wir laufen müssen. Ja, ein bisschen steinig, ne? Das wird gut. Also da wollen wir hin. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie wir da hinkommen. Also bis jetzt ist der Weg auch wirklich in Ordnung. Schaut mal da durch, das sieht einfach so traumhaft schön aus. Wir haben uns noch nichts gebrochen. Noch ist alles gut. Wir müssen nur irgendwie noch runterkommen, ne? Aber ich glaube an uns. Also wir haben uns jetzt gerade umgezogen. Und Leute, ihr wisst nicht, wir haben uns einfach ein Quad geholt. So nice. Eigentlich wollten wir einen Roller. Und der meinte so, ja, wie oft seid ihr gefahren? Ich so, ja, zweimal. Nee, das könnt ihr nicht machen. Ich dachte, das wäre voll gut. Ich dachte auch so, ja, ich habe voll die Erfahrung. Ich bin zweimal gefahren. Und ich dachte, Roller darf man immer fahren. Der so, nee, das ist lebensgefährlich und sowas. Also ich rette euch jetzt euer Leben. Und jetzt schaut mal. Ich dachte auch noch, er macht einen Witz. Guck mal, Gott, das ist jetzt unser Baby hier. Und David düsen jetzt nicht ihm. Du übst jetzt. Ich übe jetzt. Nicole ist gerade nach Hause gefahren und hat es richtig gut gemacht. Und dann komme ich hier als Anfänger. Ja, schauen wir mal. Ja.
also, wir gehen jetzt wieder zurück. Boah, das war so schön. Die Aussicht habt ihr ja gesehen. Dann haben wir da unten noch gegessen. Was hatten wir? So einen Saft mit Maracuja. Oh. Maracuja deiner und hieß, Erdbeere, ne? Ja, deiner hieß Be Cool. Ich weiß es nicht. Maracuja halt, ne? Und meiner hieß Be Beauty. Die hatten irgendwie so coole Namen, die Säfte. Und wir hatten Pancakes. Ja, dann machen wir später. Dann geht's auf die Party! Weil heute Abend gehen wir feiern. Hauptsache, der Typ hat uns gefragt, ob wir heute keinen Alkohol trinken. Stimmt. Ja. So, ja. Aber der war übel nett. Clean the body. Ich so wirklich ein auf so healthy fitness lifestyle. Man denkt. Alter, bin ich erschrocken. 6 hours later. Hier, zack und fertig. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich, dass ich das so schaffe. So langsam klappt der Handstand. Oh, shit. Der Teppich ist weggerutscht. Ui. Seht ihr das? Ich stehe wie eine 1 und komme auch runter wie eine 1. So langsam, ich werde der Profisportler. Olympia, ich komme. Wir haben uns jetzt ready gemacht, weil wir gehen jetzt feiern. Wir wissen noch gar nicht, was uns erwartet. Nee, wir wissen echt nicht, was uns erwartet. Also wir lassen alles auf uns zukommen. Die Mädels haben alles geplant. Wir dachten so, ja, sind wir dabei? Testen wir, gucken wir mal. Und gucken wir mal, wie es wird, oder? Wie es wird. Ja. Es ist einfach gerade jemand vorbeigekommen, um uns zu helfen. Und ich sag schon, ich sag vorher noch zu Nicole, boah, wie peinlich wäre das jetzt, wenn der das jetzt einfach das erste Mal probiert und es geht an. Da können wir jetzt aber auch nichts. Ja, und was ist passiert? Es ist einfach der Schalter war nicht richtig drin. Ja, aber was sollen wir das denn wissen? Ja, also ganz ehrlich, erster Versuch, bam, es geht an. Und der guckt uns an und sagt, wo ist das Problem? Wir stehen so daneben so. Ja, scheiße. Leute, wir sind einfach gerade hier in der Stadt. Also alles gut, alles hat geklappt. Die Mädels sind einfach zu Hause und haben die Alarmanlage angemacht. Und wir sind hier mit dem Schlüssel, um die Alarmanlage auszumachen. Zu reaktivieren. Dann haben wir den Vermieter angerufen, der wusste aber irgendwie schon Bescheid. Er war schon so, die Alarmanlage. Ja, richtig. Ja, wahrscheinlich hat er über die Kamera die Mädels gesehen, wie die Alarmanlage ausgestellt. Oh mein Gott, stell dir vor. Vor allem der ist jetzt, wir haben gerade mit denen telefoniert, direkt auch schon da gewesen. Der war wahrscheinlich schon auf dem Weg. So, ah ja, die Alarmanlage, ich weiß Bescheid. Scheiße, was ist passiert? Wir haben kurz geredet und dann ist sie wieder angegangen. Oh nein! Scheiße! Sag's nochmal, sag's nicht so oft, sag's einmal! Ja, aber jetzt ist sie wieder ausgegangen. Ja, dann hat's ja jetzt geklappt, oder? Das hört sich gut an, oder? Ja. Die Mädels haben die Alarmanlage aktiviert und wir sind mit dem Entlarmungsding in der Stadt. Kocht ihr etwas Aufwendiges, am besten 3 Gänge. Ich habe mir überlegt, ich mache was mit Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Ich schaue, was ich jetzt mache und dann überrasche ich euch. Dann schauen wir mal rein und dann würde ich sagen, bis gleich. Also Friends, das ist jetzt der erste Gang. Ich habe hier Bruschetta mit Zwiebeln und dann noch mit so einer Mango-Soße drüber, wie man sieht. Jetzt machen wir mal Geschmackstest hier. Oh. Mmh, da werde ich zum Italiener, ich sag's euch. Dann sehen wir uns beim Hauptgang. Bisher, Challenge, ich bin drin, Leute, ich schaff das. Also Friends, hier haben wir das Special Edition Essen, Lachs mit, ich weiß nicht, wie diese Nudeln heißen, ich sage jetzt trotzdem gedrehte Penne-Nudeln mit Spinat. Sehr aufwendig, wie man sieht, auch sehr gut angebraten. Ich würde sagen, ich verspeise das Ganze jetzt. Und später gibt es einen Nachtisch, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Deswegen der Nachtisch verschiebt sich ein wenig nach hinten. Aber das wird auf jeden Fall richtig lecker. Also ich genieße es jetzt und dann sehen wir uns später. Also hier ist der Beweis für die nächste Aufgabe, dass ich Marc etwas mitbringe, was er gebrauchen kann. Chillige Strandhose kann man immer gebrauchen, hat er nicht. Und dazu das passende Oberteil. Und wir haben für Marcello das gleiche Oberteil gekauft. Und wir wollen das so machen, dass die sich treffen oder wir zusammen essen gehen und die nicht wissen, dass die das gleiche Oberteil anhaben. Und dann sehen sie es auf einmal. Das ist so lustig. Ich feiere uns dafür. Hier gibt es so geile Eissorten im Shop. Raffaello, Oreo. Das sieht alles so geil aus. Und der Laden ist auch so fancy. Schaut euch mal das an. Das sieht so geil aus. Einfach mit so Mini-Oreos. Und wir haben, das sind 2 Kugeln. Und das ganze Ding ist voll. Oh mein Gott, oh mein Gott!
jetzt kommt auf jeden Fall die Nachspeise und ich sag's euch, das ist das Geilste, was es auf dem Planeten gibt. Wer sagt denn, dass man das ja selber machen muss? Ich glaube, wenn sie es sieht, dann wird sie richtig neidisch sein und es wird sie richtig ärgern, weil das ist ihr Lieblingseis. Ja, und jetzt schaue ich auf jeden Fall noch Netflix mit Joghurette und dann wird ganz entspannt der Abend ausgeklungen. Wir haben ja eh schon 22 Uhr. Ich würde mal sagen, währenddessen bei mir ganz entspannt Samstagabend auf dem Sofa. Heute war Marcello noch zu Besuch, ganz spontan. FIFA gespielt, dann habe ich Bundesliga geschaut. Ja, gar nicht viel, einfach mal ein richtig, richtig chilliger Samstag. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch den Abend genießen, ganz entspannt Film gucken oder Serie. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal in dem Sinne einen wunderschönen Abend und ich würde sagen, wir schwenken nach Ibiza, falls es da was zu sehen gibt. Also jetzt kommt die dritte und letzte Challenge, die ich mir für diesen Urlaub aufgehoben habe. Ich habe es extra als letztes gemacht. Ich habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil ich wirklich gar keinen Bock darauf hatte. Ich rufe jetzt Nicole. Sie sucht ein Outfit für mich aus. Und damit muss ich dann in den Pool springen. Ey, aber bitte übertreib nicht, gell? Ja, also jetzt nicht meine schönsten Sachen hier. Was haben wir Schönes hier? Das ist ja schön. Dein Ernst? Wow. Ja, dieses schöne Kleid nicht. Sie genießt es richtig. Ich brauche hier so ein bisschen. Ja, ist schön, ist okay. Das finde ich jetzt, also das kommt aber auch besonders gut, weil das wird dann so schön durchsichtig. Aha, so eine bist du. Kann man machen, ist Style, oder? Ist Style, okay. Da sehe ich dich, Schuhe. Welche Schuhe nehmen wir? Ich habe sie in den Schuhis. Haben so ein bisschen, also dafür, dass das Oberteil so aussieht. Ja. Yeah. Nehmen wir die Schlapp. Gut, danke. Stine springt jetzt im Pool mit Klamotten. Ach. Seid ihr gespannt? Ja. Komm, wie erste Reihe hier. Stine, bist du ready? Ja, es schwimmt wirklich. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. War tolle Idee von Marc, oder? War super tolle Idee, ey. Alter. Aber du hast die Challenge geschafft. Ja, yeah, Challenge accepted. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und gehen jetzt zu einem Strand und dort Sonnenuntergangsbilder machen und in der Bar was essen, trinken. Die Aussicht ist richtig schön und hier soll der schönste Sonnenuntergang auf Ibiza sein. Wir machen auch hier gleich mal ein paar Pics und gehen dann später unten im Restaurant essen. Ich freue mich. Wir haben jetzt unseren Spot gefunden. Wir picknicken jetzt und sind einfach direkt am Meer. Richtig krass. Dann geht die Sonne gleich unter. Dann sollen wir müssen nach hinten das Wasser haben. Scheiße. Also wir hoffen jetzt, dass wir einen Platz bekommen. Because it's full. Will die nochmal parken? Hier bleibe ich die ganze Nacht. Okay, obwohl wir einen geilen Platz hatten, sind wir jetzt einfach gegangen, weil es war nicht zu bezahlen. Ein Sushi waren 8 Sushis. 8 Sushis, 30 Euro. 28 Euro, eine Pasta, 55 Euro. 55? Ja. Alter. Nicht mehr. Also Leute, das ist unser Tisch. Der ist einfach ganz voll mit Essen. Wir haben immer ein bisschen übertrieben, oder? Also Friends, wie man hier unschwer hören kann, ich mache mal ein bisschen zu hier, steht für mich heute, Trommelwirbel, Hausputz an. Sonntag, letzter Tag, Stine ist noch einen Tag in Ibiza, Montag, also morgen, kommt sie wieder. Das heißt, ich muss ihr alles auf Vordermann bringen, weil sie muss ja sehen, dass alles geklappt hat. Sonntag in Deutschland heißt nada, niente, nix, gibt's nichts zu tun. Im Ausland gibt's schöne Sachen zu erledigen, hier nicht. Aber heute ist das Wetter cool. Wir haben locker, ich würde schon sagen, so 25 Grad haben wir bestimmt. Ich komme gerade von meinen Eltern. Wir haben Fußball geschaut, also Bundesliga. Und sonst geht jetzt eigentlich nichts. Ich sag's euch, ich bin echt müde. Ich habe heute den ganzen Tag geputzt. Aber ich gehe heute rechtzeitig schlafen, weil man muss ein paar Sachen erledigen. Und dann muss ich Stine vom Flughafen abholen. Vielleicht hole ich noch Blumen, genau. Und dann hole ich sie ab. Ich sage, wir sehen uns morgen. Hallo Freunde. Wir haben jetzt den letzten ganzen Tag. Nicole ist schon im Mode. Wir haben gerade Tanz-TikToks gedreht. Beziehungsweise ein TikTok. Das war übertrieben anstrengend. Ja, sehr gut, Nicole. Jetzt drehen wir noch ein anderes TikTok. Hast du dein Handy, dass ich das da drunter legen kann? Mein Handy filmt doch. Aha. Was? Eins, zwei, drei.
Unser letztes Essen auf Ibiza. Einfach Trüffelpasta, Leute. Ich habe den ganzen Urlaub drauf gewartet. Ich freue mich. Nicole hat auch Trüffelpasta. Und mit geilen Pilzen. Ja, Mann. Und es sieht auch geil aus. Pesto. So, Freunde, kleiner Rundgang würde ich sagen. Hier sieht alles picopello aus. Natürlich der Schreibtisch ist. Ich habe auch noch was gearbeitet. Ich hole gleich Stine ab. Ich bin ein bisschen zu spät dran, aber ich werde mich beeilen. Es ist, wie ihr seht, alles sauber. Es ist alles picopello. Also 10 von 10, wenn sie irgendwas sagt. Naja, hier haben wir einmal die Blumen. Die haben sich auch ganz gut gehalten. Ich muss sagen, ich habe jeden Tag Wasser gegeben. Leute, ich freue mich wie beim ersten Mal, wie beim ersten Treffen. Ich bin außerm Häuschen, sagt man das so? Das steht jetzt gerade hier so drin, weil ich habe kein anderes Wäschchen. Da habe ich es einfach in eine Kaffeetasse. Das passt ja, make it happen. Orange, schwierige Farbe, aber ich dachte, weil Sine ist Kim Possible und Kim Possible ist Possible, dachte ich, ich mache einen Kim Possible Strauß. Ja, es ist alles sauber. Die Sonne kommt, gefühlt die nächste Woche wird es heiß. Es passt perfekt. Ich habe alle Balkonkästen gemacht, weil ich hatte nicht mehr Blumen. Da muss ich nicht besorgen. Ich sollte nur die Balkonkästen machen mit den Blumen, die wir da haben. Sind nicht mehr da, also kann ich nicht mehr machen. Ich habe, seitdem ich die gemacht habe, hat auch die Sonne geschienen. Ich habe sie nicht gegossen. Bedeutet, die sind am Austrocknen, glaube ich. Sag's mal so, entweder sehen wir uns am Flughafen oder sehen uns gleich. Good morning. Heute ist der Abreisetag. Also wir haben jetzt auch schon alle Koffer gepackt. In 10 Minuten kommt der Vermieter und da müssen wir auch schon raus. Heute ist auch voll der bewölkte Tag. Also wir hatten übelst Glück, wir hatten jeden Tag Sonne, beziehungsweise ein bisschen bewölkt, dann Sonne, aber mehr Sonne. Und heute ist, glaube ich, Scheißwetter. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich da bestimmt drauf spielen werde. Kleines Fazit, ich habe gar nicht auf diesem Platz gespielt. Nein, wie soll ich da runterkommen? In die Tasche? Das wäre ich bloß ohne Nicole. Kaputt sind wir auf einer Skala auf 1 bis 10. 15. Und du, Vanessa? 10 von 10. Ja. Guck mal, wer da ist. Wir sind wieder reunited. Taxilakis. Und ich habe Blumen bekommen. Ja. Und Marcello ist zu spät. Scheiße. Hello. Back together forever. Also wie ihr gesehen habt, hatten wir zusammen eine aufregende Woche. Ich auf Ibiza, du zu Hause. Ja. Ich fand es ziemlich lustig zu sehen, was du so zu Hause gemacht hast. Wenn ich mal nicht da bin und dass du auch nur die Räume benutzt hast, die du wirklich brauchst, damit du so wenig wie möglich sauber machen musst. Das ist wirklich so Minimalprinzip, so typisch Mann, wirklich. Ich habe aber auch diese Pflanzen da gemacht. Ja, das hast du super toll gemacht. Ich habe dich auch vermisst, Jo. Hab ich gesehen. Ja, ich hab dich wirklich vermisst. Auch wenn ich es nicht gesagt habe. Wait a minute! Ich vermisse Marc natürlich auch. Wir hoffen, euch hat der Weekly Vlog gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video von uns. Hast du noch was zu sagen? Ja. Was? In die Kommentare. Videowünsche. Ja, sag's nochmal. Du musst es sagen. Dann dürft ihr wie immer eure Videowünsche in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bye, bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh Mann, weiß ich, weißt du, ich fand es echt scheiße hier alleine. Ich bin nicht braun und du nicht. Ha. Ich war alleine. Ja. Mausi. Jetzt bist du wieder da, bedeutet, du bist für die Pflanzen zuständig. Doch.